Ich wurde die letzten Wochen immer häufiger gefragt, ob ich mal ein Haul machen kann. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich kaufe das meiste übers Internet, also entweder über Amazon oder eigentlich sogar das meiste über eBay. Und da sind so einige Sachen in den letzten Wochen dazugekommen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das erste, was ich euch zeigen will, ist dieses Hugo Boss Polo Shirt. Ich werde es auch nochmal als Foto einblenden, weil die Kamera ist nicht perfekt geeignet, um es jetzt so gut zu zeigen. Und habe das, wie gesagt, auch schon ein paar Mal im Video getragen und fand das ziemlich cool und habe es mir dann auch gleich nochmal in dunkelblau gekauft. Und ich hoffe, ich habe jetzt das Bild, das passende, gefunden im Internet, sodass ich das jetzt mal einblenden kann, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Und ja, das war das erste, was ich mir gekauft habe und das finde ich ziemlich cool. Das kann man zu jedem Anlass tragen, ist ein bisschen schicker. Und ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr auch mal runterschreiben, was euch so am besten gefällt von den Sachen, die ich euch zeige. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist meine momentane Lieblingshose. Eine Schiebmandelhose in Grau gehalten. Sehr bequem. Und auch mit Elastan drin und Slimfit geschnitten. Also ziemlich cool. Und ich fand Grau immer eine ziemlich coole Jeansfarbe und hatte nie eine. Immer diese dunkelblauen und schwarzen Standardgeschichten. Ich dachte, warum nicht mal ein Grau? Auf jeden Fall war die auch gar nicht teuer, die war von 50 auf 10 Euro runtergesetzt bei eBay. Also es lohnt sich immer wirklich mal im Internet zu gucken, wenn man nicht viel Geld ausgeben will. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Achtung, jetzt wird es schlüpfrig. Ich habe mir Armani Boxershorts gekauft und die waren auch runtergesetzt. Ich versuche euch auch alles zu unten zu verlinken. Also wenn ich das noch finde zu dem Preis, verlinke ich euch das unten. Und das sind die ersten engen Boxershorts, die wirklich mal bequem sind. Also ich hatte bislang von Calvin Klein, Hugo Boss und von sämtlichen Marken enge Boxershorts. Und das sind die ersten, die wirklich mal bequem sind. Das Einzige, was jede Firma von diesen ganzen Vereinen falsch macht, sind diese Kratzschäler hinten. Man schneidet es dann schon raus und man denkt, okay, damit ist es nicht mehr ganz so kratzig, aber irgendwie stört es und es hat bislang keine, egal wie teuer die waren, keine Boxershorts-Firma oder keine Designer irgendwie mal geschafft, dass die bequem sind. Ich glaube, das können auch die Jungs, die gerade zuschauen, auch bestätigen. Ändert da mal bitte was dran und das ist ziemlich ärgerlich und nervig. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist von Puma, dieser coole Runner-Schuh. Den hatte ich bislang nur in der Wohnung an, der ist sehr bequem und ich warte eigentlich nur noch auf einen schönen Sommertag, um den mal zu tragen. Und der war auch von 89 auf 39 runtergesetzt. Ich habe den inzwischen auch schon mal bei eBay für 35 gesehen und ich finde, da kann man nicht viel falsch machen. Und es ist ein cooler Schuh und perfekt für den Sommer und die passen eigentlich zu allem wirklich, also auch zu der grauen Hose würde es glaube ich auch ganz gut passen. Und ja, den finde ich ziemlich cool und ich finde, der Sommer sollte langsam losgehen, dass ich die mal anziehen kann. Kommen wir auch schon zu diesem wunderschönen, wie ich finde, dunkelblauen Lacoste Sportanzug. Ich hatte ihn schon mal anprobiert, da war noch das Etikett dran, aber der ist super bequem und die mit passender Hose natürlich und auch gar nicht viel teurer als die von Nike und Adidas. Ich versuche das jetzt auch nochmal einzublenden, wie der im Ganzen aussieht, falls ich ein passendes Foto dafür finde. Und ich fand den ziemlich cool und dachte, warum nicht, dann gibt man halt mal ein bisschen mehr aus. Und ja, ich finde den auf jeden Fall ziemlich cool, dunkelblau und nicht so auffällig und perfekt einfach auch um mal vor die Tür gehen zu können, wenn man jetzt keine Lust auf eine Jeans hat oder einfach nur zum Sport gehen möchte, das ist der perfekte Trainingsanzug. Und allgemein bin ich auch so ein Mensch, wenn ich von der Arbeit oder von der Uni komme und möchte ich eigentlich nur aus diesen unbequemen Jeans raus. Und dann ist so ein Anzug einfach cool, super bequem für daheim und dann kann man einfach auch ein bisschen stilvoller chillen als in so einer grauen Sweatpants, obwohl ich die auch ab und zu ganz gerne trage. Kommen wir auch schon zu diesem Stück hier. Das ist ein Longtee von Kyler & Sons. Ich fand das ziemlich cool, habe das im Internet gesehen und dachte, warum nicht? Und ich versuche auch nochmal, wie gesagt, ein Bild einzublenden, wie das im Ganzen aussieht. Ich fand das ziemlich cool, das T-Shirt. Allerdings habe ich eine Sache nicht gesehen und das ist halt der Haken am Internet. Zum Beispiel sieht man dann sowas nicht, dass hinten auch nochmal ein relativ auffälliger Druck drauf ist. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn hinten auf den T-Shirts noch was draufsteht. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dieses eigentlich finde ich ganz coole, chillige T-Shirt trage, aber ich denke, ich werde es mal tragen, aber irgendwie hat es mir so ein bisschen versaut, dass hier hinten was draufsteht und naja, auf jeden Fall ist das ein bisschen auffälliger und es passt jetzt eher für so einen Freizeitlook, aber ich wechsle ganz gerne den Style und finde es immer ein bisschen öde, wenn man nur irgendwie dieselben Sachen immer trägt, also ich trage dann auch ganz gerne mal ein bisschen Street- oder Hip-Hop-Klamotten, aber auch mal was Ligeres wie das hier und dann wechsle da immer ganz gerne durch. Ein Style nur zu fahren, finde ich mal ein bisschen öde. Und ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Stück, aber das war ein bisschen ärgerlich. Warum ärgerlich? Ich zeig's euch. Und zwar habe ich mir eine schwarze Slim Fit Jeans gekauft mit Löchern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch modern ist in diesem Jahr, aber ich dachte mir, warum nicht? Ich habe mich jetzt lang genug gegen gewehrt und irgendwie sieht es doch eigentlich doch ganz cool aus, wenn man es anhat.
Auf jeden Fall hat mir das Geriffelte hier überhaupt nicht gefallen und diese dämlichen Taschen, die überhaupt keine Verwendung haben. Denn wenn man das aufmacht, kann man da nicht mal was reinmachen. Und nichtsdestotrotz war es auch noch die falsche Hose, weil ich habe mir eine komplett schwarze bestellt, die einfach nur Löcher hatte. Und bin auf jeden Fall ziemlich unzufrieden und werde die zurückschicken und hoffe, ich kriege dann meine Hose, die ich bestellt habe. Und das ist auf jeden Fall dieser Nachteil, wenn man nur im Internet kauft. Man weiß manchmal nicht, ob es dann so aussieht wie bei dem T-Shirt, ob es dann wirklich einem gefällt oder ob es dann wirklich, manchmal schicken sie auch die falschen Sachen zu. Und dann gibt es halt so ein paar Haken, die echt doof sind. Aber man kann viel Geld sparen und ihr könnt ja gerne mal was dazu sagen, ob ihr gerne online einkauft oder nicht. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein paar Kommis reinschreiben, was euch vielleicht am besten von den Sachen gefallen hat. Ob euch der Haul gefallen hat, ob ihr mehr so welche Videos sehen wollt in Zukunft. Und bevor ich mich jetzt zum dutzendsten Mal verhaspel, wünsche ich euch einfach einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Das ist jetzt abends, wenn ich es hochlade. Und dann bis bald. Ciao, ciao.